Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt und Blood and Wine. Wir sind seit der letzten Folge ein bisschen woanders gelandet, und zwar wieder bei Beauclair. Ich habe Geralt ein bisschen aufgefrischt, der war kurz daheim und hat hier seine drei aus dem Weg. Boni wieder gekriegt. Geht's euch noch ganz gut? Jetzt gehe ich halt aus dem Weg. Und der geil. Und ich wollte ja eigentlich die Fragezeichen hier oben auf der Karte noch machen, ne? Hier. Doch hier irgendwo war das ja, ne? Wo ich zuletzt rumgestiefelt bin. Hier bin ich ja gewesen. Und da wollte ich eigentlich dahin. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, das dauert jetzt zu lang. Ich wollte eigentlich so ein bisschen weiterkommen wieder in der Geschichte. Und jetzt auf jeden Fall noch die Manticore-Schulen-Großmeister-Ausrüstung noch einsammeln. Das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge, deswegen, also zumindest ein Teil noch. Deswegen gehen wir jetzt zu der Höhle, in der sich Majoran einst aufhielt. Das dauert natürlich noch ein Weilchen, bis wir da sind. Das ist hier noch 825 Schritt entfernt. Oder Meilen oder was auch immer. Deswegen würde ich sagen, wir holen Plätze. Geralt, oh, schöner Schmetterling. Huch, kommst du hier? Geralt ist ja so ein bisschen Stravanzen gewesen, Zeit totschlagen, und dabei ist uns aus Versehen hoppala schon ein zweiter Tag abhanden gekommen, wo wir uns doch eigentlich mit Damia treffen sollten, aber egal. Wir brauchen coole Ausrüstung. Denn die Kapuze nervt jetzt doch langsam ein bisschen, und da wollen wir uns irgendwie mal andere Klamotten organisieren. Und da gucken wir mal. Einen Hexer könnten wir hier immer brauchen. Rund um die Uhr. Ja, ich weiß. Ihr habt hier auch einiges zu tun. Oder für mich zu tun. Huch, oh, Entschuldigung. Jetzt latsche ich hier durch die Weinreben durch. Schön, wenn er danach noch steht. Och, diese Sprüche. Immer wieder herrlich. So, wir reiten hier mal durch diesen Friedhof durch. Den wir ja schon kennen. Huch, ah. Ja, Entschuldigung, Plätze. Los, los. Ey, ey. Was war denn das für ein Start da hier? Huch. Mensch, Plötze. Schneller. Ja, ich verlaufe mich hier ständig. Ich weiß immer gar nicht, wo der Weg ist. Oh, hier war er nicht. Wieder irgendwelche Viecher. Wir reiten. Wir reiten an den Viechern jetzt vorbei. Also wenn das wieder solche Pumas sind. Ganz ehrlich, der hat uns ja fast platt gemacht in der letzten Folge. Das muss ja jetzt nicht sein. Komm, wir haben es eilig, Geralt. Schick dich. Diese Felsformation da hinten finde ich immer wieder total interessant. Hier. Diese Form. Ganz seltsam. Ich wollte auch nochmal gucken. Weil das ist ja die Gorgo da im Hintergrund. Und in den Büchern bin ich mich da jetzt gerade angekommen. Also bei Toussaint. Sagen wir mal, im Saint-Retour-Tal. Und also von der Geschichte her sind wir da jetzt soweit. Und da wird ja die Gegend auch nochmal beschrieben. Und so ganz so vorstellen, wie sie es jetzt hier dargestellt haben, konnte es mir jetzt vom Buch her nicht. Also es wird schon ein bisschen anders beschrieben. Ein bisschen krasser von der Höhe und markanter noch, die Gorgo, also der Gebirgszug da hinten. Vor allem aber dieses Gebilde kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor. Oh, neuen Hof freigeschaltet. Einen neuen Wegpunkt, meine ich. So. Wo müssen wir denn hier hin? Irgendwo hier lang. Langsam, was ist langsam. Denn? Oh. Ja, langsam. Ich glaube, meine Liebe, ja, da wirst du nicht mitgehen. Der spinnt da total, der Panther. Oh. Noch mehr. Au. Ah. Geh von meiner Plötze weg. Huch. Denn für einer? Das ist eher so Berglöwenpanther. Ne? Krieg ich nichts von dir.
Tüte. Das sieht lustig aus. Da war da noch sowas. Da noch so ein beklopptes Viech. Brenne, mein Kätzchen, brenne. Komm näher. Na komm. Au! Spinnst du? Ich wollte doch so gern mal diesen Effekt mal ausnutzen. Brauche ich nicht. Manu. Wisst schon hier, das, was ich durch diese Mutation gekriegt habe, hier durch diese Transmutationsdingens. Oje, und wieder in eine Höhle rein. Dann macht man natürlich einen Schnellspeicher. Die Höhle, die Merten erwähnt hat. Ich muss mich umsehen. Ja, mach mal hier Licht, bitte. So, da auch. Silbernpilze braucht man nicht. Dann schauen wir uns mal um und da ist auch gleich Zeugs. So, Viechzeugs. Gehen wir mal gucken. Oh, wie das schön leuchtet. Aber das ist das falsche Schwert. Komm, das steckt man jetzt nochmal weg. Vielleicht brauchen wir ja das andere. Ne? Gucken wir mal an. Und jetzt? Überall Zettel, auf jedem ein Gebet. Vielleicht hat auch Merten eins hinterlassen. Oh, super. Was steht hier? Wahrlich, ich sage euch, gebt den Armen Almosen, doch schenkt dem Bettler nicht gleich eine ganze Wassermelone, sondern nur eine halbe, auf dass er vor Freude keinen Schlaganfall erleide. Wie geil. Muss ich jetzt hier wieder ein Rätsel lösen? Wir klauen mal ein bisschen Geld. Macht man doch nicht. Genieße alles im rechten Maße. Speis und Trank und Fleisch ist Lust. Übertreibst du es, sollst du am anderen Tag erwachen mit Schmerzen im Kopf, eiligem Bauche, welkem Gliede. Ja. So ist das. Schnell mit, was ich kriegen kann. Füge deinem Nächsten nicht zu, was du nicht wünschest, dass man es dir zufüge. Es sei denn, dein Nachbar hat dir übel mitgespielt und verdient deine Rache. Sehr geil. Ja, irgendwie hier beim Zurückblenden verliert Geralt immer seine Kapuze und seine Haare. Interessant. Was ist da? Huch! Mensch, Geralt, was machst du denn? Okay. Nehmen wir mit. Ich will erstmal die Sprüche hier lesen. Du sollst stets die Wahrheit sprechen, es sei denn, der Wahrheit ist damit nicht gedient, weshalb du lügen sollst. Es gefällt mir schon wieder. Ich mach mal hier Licht überall. Ist da noch irgendwie so ein kluger Wandspruch? Was machst du? Geralt stolpert hier rum. Ein bisschen Licht. So. Und da ist noch ein Säckchen. Vogelfeder. Nö. Da ist auch noch was zum Licht machen. Okay. Den habe ich schon. Nein. Wahrlich, ich sage euch. Doch, das hatten wir schon. Gut, gut. Dann hier noch ein bisschen anzünden. Stehst falsch. Oh, ist trotzdem angegangen. Und das auch. Und da auch noch. Gut. Ach nee, da hinten noch. Ich meine, Geralt kann ja gut im Dunkeln sehen, aber mir ist das irgendwie lieber, mal so ein bisschen Helligkeit hier reinbringen. Nicht wahr? So. Okay, also dann mache ich mich mal ran, ihr das zu lesen. Lass mich schön, schlank, verlockend und ewig jung sein und Marias fetter Schlampenhintern soll von Läusen gefressen werden. Na, wie nett. Verschmiert. Habe schon Militele angefleht, war bei den Druiden, nichts. Vielleicht wirst du, großer Majoran, mein Gebet. Wirst du, großer Majoran, mein Gebet? Achso, ich möchte bitte alt, hässlich und fett sein. Ich bin diese stelligen, hübschen Leute leid. Sie sind einfach tödlich langweilig. Ich dagegen möchte interessant sein. Okay. Mertensgebet. Das lesen wir auch. Siebte Ferien 12.
103. Segne mich mit Stärke, auf dass ich niemals zaudere. Segne mich mit Gewissheit, auf dass ich niemals zweifle. Segne mich mit Tatendrang, auf dass ich das Alte hinter mir lasse und das Neue begrüße. Ich, Merten, Hexer der Manticore-Schule, beginne heute meine Pilgerreise in der Höhle, in der Majoran einst 23 Tage und Nächte fastete und meditierte. Ich schwöre, für meine Sünden zu büßen, den Pfad der Lösung zu beschreiten und mich von allem zu befreien, was mich noch an mein altes Leben bindet, auf das ich stolz unter den Jüngern des Höchsten stehen und mich einen neuen Mann nennen kann. So werde ich nun zu Majorans Tempel reisen, um den großen Bettler zu treffen, den Weisen, der die Perlen Majorans länger im Herzen bewegt hat, als irgendjemand sonst in diesem Jammertal. Seinen Rat will ich auf meinen Weg zur Absolution beherzigen. Ach du meine Güte. Merten hat ein Gebet auf der Rückseite des Schemas notiert. Offenbar ist er aus dem Gefängnis hergekommen und dann zum Tempel weitergezogen. Na super, weiter zum Tempel. Aber ich will die anderen Sachen nur auch noch lesen. Bitte segne Mama mit guter Gesundheit, großer Majoran, damit es ihr gut geht und sie nicht mehr so schrecklich beschissen gelaunt ist, Antoinette. O großer Majoran, mach meine Felder fett, meine Ernte reich, bewahre sie vor Flut und Dürre, aber nur meine Felder, ja? Mein Nachbar hat schon genug Glück gehabt, Gaston. Das gefällt mir schon wieder. Wo haben wir denn noch was? Hier, ne? Majoran, gesegnet sei der Name. Bitte lass meinen Sohn Julien sicher in Courvier eintreffen. Lass ihn eine kleine Frau finden, am besten adliger Abstammung und mit viel Land. Pascal. Verschmiert. Und möge Jean-Luc die Cholera treffen und seine Gedärme verschlingen, denn er ist ein Lüstling und Hundsfott wie kein zweiter, Bastian. Ach ja, 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 da geht's aber zur Sache. Okay, habe ich hier noch oder habe ich das jetzt schon gelesen? Ja, nee, das war das. Gut, dann können wir ja schon wieder gehen. Wo waren denn bitte dann hier Viecher? Hä? Über mir wahrscheinlich. Boah, das ist aber auch wieder so weit weg. Wo ist das denn bitte? Machen wir hier eine halbe Weltreise. Super, da komme ich doch gerade her. Dann reisen wir mal eben zum Castel Ravello, würde ich sagen. Und reisen von dort aus weiter. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich leider so Abkürzungen jetzt doch reinbaue, aber übertreiben muss man es ja auch nicht mit den langen Fußwegen. So, jetzt haben wir es ja immer noch weit genug. Plötze. Plötze ist schon wieder abgehauen. Und Plötze hängt fest. Na komm, Ferdi. Braves Plötzchen. Oh, die hat ja einen geflochtenen Schwanz. Schweif. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Schick. Schneller. Ja, komm. Auf geht's. Ich will meine Manticore-Ausrüstung haben. Wahrscheinlich kann ich die dann eh nicht herstellen, weil ich nicht alle Zutaten dann dafür habe. Da gibt's ein Fragezeichen. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Los, los! Was stimmt hier nicht? Das müssen wir natürlich jetzt erforschen. Ach, das sind wieder die Bargäste. Autschi, ouch, 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 ouch. Die weichen immer so toll aus. Wow. Was ich alles auf mir drauf habe jetzt. Sehr cool. So, was stimmt hier nicht? Was ist hier los? So, da liegt jemand. Oh mein Gott. Dann gucken wir doch. Alistair Carnarvons Tagebuch. 26. Juli. Wer nicht weiß, wo er graben soll, fragt am besten die alten Waschfrauen. Ob die alten Männer, die an der Straße sitzen, oder die alten Männer, die an der Straße sitzen, sie wissen alles. Ja, ich weiß, natürlich bedarf es großer Geduld und man muss die Spreu vom Weizen trennen. Aber es gibt keinen besseren Weg, um sich über die örtlichen Legenden schlau zu machen. So haben wir Fuchstal gefunden, wo angeblich Tontöpfe aus dem Boden wachsen. 28. Juli.
Wir haben bei Fuchsthal den Teil eines Weinguts ausgegraben. Aber was wir da fanden, waren keine Tontöpfe, sondern Urnen. Elfenurnen. Es sieht ganz danach aus, als sei das Dorf auf einem antiken Friedhof da in Säde gebaut worden. Dieser Friedhof stammt nach meinem Dafürhalten aus der Zeit, als die ersten Menschen herkamen. Die Gräber sind womöglich voller Schätze. Die alten Elfen begruben ihre Toten mit vielen Kostbarkeiten. Wir haben schon ein paar Schmuckstücke ausgegraben. Wenn wir tiefer gehen, finden wir gewiss noch viel mehr. 12. August. Heute haben wir einen Aushub an einer neuen Stelle begonnen. Matthias fand eine herrlich verzierte Kamee im Boden und als er sie greifen wollte, merkte er, dass ein Skelett sie in den Knochenfingern hielt. Anselm begann ihn aufzuziehen, aber das Lachen verging ihm rasch. Das Tal steckt voller Elfenskelette. Männer, Frauen, sogar Kinder. Die Knochen lagen chaotisch, Köpfe und Gliedmaßen fehlten. Kindern war der Brustkorb zertrümmert worden. Was war hier geschehen? 14. August. Eine weitere schlaflose Nacht. Blut, Schreie, Heulen. Ich wache schweißgebadet auf. Und sobald ich eindöse, geht es gleich wieder los. Ich ließ meine Begleiter ein tiefes Loch ausheben. Da hinein werfen wir die verfluchte Kamee. Sie gehört in den Boden, zu den Toten. 16. August. In der Nacht ist Matthias verschwunden. Niemand hat ihn das Lager verlassen sehen. Anselm sagt, wir sollten seinem Beispiel folgen und fliehen, solange wir noch können. Doch ich kann nicht einfach so gehen. Das Tal ist voller Gebeine. Anselm schrie mich an, nannte mich einen Irren. Doch ich muss jemandem sagen, was wir gefunden haben. Angeblich hält sich eine Gruppe Archäologen von Castel Graupian bei den Thermsruinen auf. Der Rest ist blutbedeckt. Ja, das machen wir dann natürlich jetzt. Ups, falsche Taste. Hoppla. Finde den Schatz, der im Lager des Schatzjägers versteckt ist. Machen wir das echt? Wir sind ja verdammt neugierig. Wir lassen uns auch immer so leicht ablenken. Von dem, was wir so eigentlich vorhaben. Von einer Schatzsuche zur nächsten. So, gleich hier vorne ist das. Und da sind auch gleich irgendwelche... Ach, die Pflänzchen! Ach so. Ja, ja, ist schon recht. Na, Pflanze. Pflanze kaputt. Oh, nicht mich. Brenne, du Pflanze, nicht mich. Ich bin vergiftet. War's das? Eieieiei. Oh, was kriege ich da alles für eine? So, dann gucken wir mal rein. Tussauer Ritterrüstung, Chitinpanzer, durchdrungener Kristall, Demeritiumerz, Urikalkum. Ja, schauen wir mal, ob wir das alles gebrauchen können. Was haben wir denn sonst hier noch? Ja, nehmen wir auch mit. Ich muss ja ein bisschen einsammeln, damit ich vielleicht doch zufällig irgendwelches seltene Material. Spinne ich da ist auch immer noch was angezeigt. Die lebt noch. Falls ich wieder mal selteneres Material übersehe. Oh. In der älteren Rede verfasst der Brief. Oh. Ja, er kann das ja. Sei gegrüßt, liebe Mutter. Ich schreibe dir wie versprochen kurz vor Midete. Hoffentlich erreicht dich der Brief bei guter Gesundheit. Hier ist seit dem Fortgang nicht viel Erwähnenswertes geschehen. Entgegen deinen Warnungen kommen wir gut mit den Menschen aus. Es ist faszinierend, wie besessen sie vom Tod sind. Galfion, stell dir das vor, hat Blathnight gestanden, dass sie in den Müllerssohn Arno verliebt ist. Ich persönlich habe dagegen nichts einzuwenden, doch bei dir in Dol Blathana wäre derlei undenkbar. Neulich besuchte ich das Grab von Maulse
Sirchlan. Ja, ich weiß, das hättest du nicht gut geheißen. Seit wann scheren sich denn Säde um die Gräber ihrer Lieben? Doch unter Menschen zu leben bedeutet zwangsläufig, einige ihrer Gebräuche zu übernehmen. Jedenfalls erfuhr ich dort, dass die Menschen bei Grevan Khan ein Dorf bauen wollen. Schwierig. Mir persönlich macht das nichts aus, aber Blathnight, du kennst sie ja, schrie Zeta und Mordiot, das sei eine Entweihung und sie hätten einen der zahllosen, wunderbar geeigneten Orte erwählen können, statt ausgerechnet diesen. Ich hoffe, dass sich dies nicht zu einem größeren Konflikt auswächst. Wir haben es hier so gut. Rest des Briefes unleserlich. Tja, das ist wohl dann doch passiert, dieser Konflikt, nicht wahr? Kacke. Sehr, sehr kacke. So, jetzt muss ich natürlich wieder suchen, wo ich noch hin muss. Schatz suchen. Manticore-Schule. So. Weiter des Weges. Guck mal, wie das hier aussieht. Ja, irgendwie befürchte ich ja wieder, wir schaffen das nicht mehr in dieser Folge. Wie immer halt. Wie immer. Oh, falsch. Wer ist denn da? Oh, Los Banditos. Die erste Gruppe. Ach, die hatte ich noch gar nicht. Rette mich oder töte mich? Ich habe jetzt echt töte mich verstanden. Habe ich überhaupt das richtige Schwert ausgerüstet? Nö, ne? Natürlich nicht. Leute, wow, geh weg. Bitte. Ich kann nicht mehr kämpfen. Das reicht jetzt. Ja, das reicht jetzt wirklich. Ach so, die haben mir geholfen. Oh, ich bin gerade auf die Falschen losgegangen. Hoppla. Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Welche Statue? Habe ich wieder was verpasst? Einen Tag später. Oh mein Gott, schon wieder einen Tag draufgegangen. Verdammt. Geralt? Das mit den großen Fußstapfen habe ich ja nicht so ganz mitgekriegt. Irgendwie habe ich mir so nebenher gemacht. Was los hier? Achso, das war's schon. Jetzt muss ich schon... Wo ist denn die Statue? Ich check's ja noch nicht so wirklich, was das war mit diesen Banditos. Nicht wirklich. Egal. Jetzt muss ich das natürlich wieder einloggen. Boah, wie doof. Weil ich mich ja ständig ablenken lasse. Wir sind schon wieder weiter weg, kann das sein? Och, Plötze. So. Los, los. Ja, lass uns mal los hier. Ich würde auch mal sagen, ich muss tatsächlich die Manticore muss ich in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Reingucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.